Und LOL! Ja, Mann, wir haben The Rock gezogen! Wen haben wir als nächstes? Was? Was ist das denn? LOL, was? Der ist übel krank, Mann. Ey, den feier ich richtig. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video oder auch Bubble Quass Video, denn wir spielen heute tatsächlich die krasseste und lustigste Fake Brawl Stars Version, die es gibt. Ihr auf jeden Fall seht es schon, ist so ein bisschen russischer Titel. Und zwar habe ich natürlich das Ganze bei Clash Games gesehen. Ihr seht hier das Video von Clash Games eingeblendet. Dort hat er auf jeden Fall die Version ausgetestet und ich habe es auf jeden Fall gesehen und habe es ultra gefeiert und wollte es unbedingt auch mal testen. Und ich dachte mir, ich glaube es gibt insgesamt 72 Brawler in dem Spiel, habe ich gesehen. Also so Fake Brawler, so übel lustige Brawler. Und mein Ziel ist es jetzt tatsächlich, so viele Brawler wie möglich in diesem ein Video zu ziehen. Leute, was war das für ein Loading-Screen, Digga? WTF. Also ja, das ganze Game ist halt auf Russisch, Leute, ne? Meine Vorfahren kommen tatsächlich aus Russland teilweise, aber ich kann trotzdem leider kein Russisch. RIP. Dafür wäre es nice gewesen. Oh, wir haben schon die erste Box auf jeden Fall. Und, haha, Digga, Amoritsch. Keine Ahnung, Among Us auf jeden Fall so ein Typ. Sehr, sehr geil. Den ersten Brawler haben wir schon mal. Ey, das sieht ja mal mega geil aus. Genau, wir haben jetzt einen von 72 Brawlern. Ihr seht einfach mal hier, wie viele Brawler es gibt. Und ich habe jetzt als Ziel, möglichst viele von diesen 72 Brawlern freizuschalten. Wir gehen als erstes dafür mal in den Shop, hätte ich gesagt. Und gönnen uns auf jeden Fall als erstes mal die Box mit dem Affen, Digga. Digga, die sieht ja so nice aus, Junge. Und erstmal Münzen und... Oh mein Gott, Digga. Leute, haben wir einfach so einen Affen bekommen. Also kriegen wir, wenn wir die jetzt öffnen, noch einen Affen? Oder wie läuft das? Kriegen wir nochmal einen anderen Affen dann, oder was? Lol, es gibt so mehrere Affen auch. Oha, ist ja übel krass. Das heißt, wir haben jetzt 3 freigeschaltet, ne? Zum Beispiel einmal den hier und einmal den hier. Den finde ich ganz cool. Und genau, es gibt auch 2 Spielmodi, die man in dem Spiel spielen kann. Einmal Bubble Jump, das machen wir einmal kurz. Oha, genau, das ist einfach so Doodle Jump. Oh Leute, ich bin direkt abgestürzt. Oh mein Gott, Digga, das ist ja sau lustig, Digga. Richtig geil. Genau, und dort kann man sich, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, auch diese Gems dazu verdienen. Also das ist quasi free to play, so wie ich das verstanden habe. Und diese Gems braucht man dann sozusagen, um die Boxen zu öffnen, um dort eben weitere Brawler zu ziehen. Ich frage mich, ob das hier eigentlich schwieriger wird oder ob das einfach so ultra easy ist. Wir können ja mal versuchen, so weit wie möglich zu kommen, weil wir müssen uns ja eh Gems dazu verdienen. Ich glaube, Kevin hat irgendwie 11 Brawler oder sowas geschafft in dieser Brawl Stars Version. Da müssen wir auf jeden Fall viel, viel mehr schaffen. Mein Ziel ist es, alle 72 eigentlich zu schaffen. Mal gucken, ob wir das eben schaffen. Ich bin mal saugespannt, was da für witzige Brawler eben bei rauskommen, weil natürlich die meisten kennt man jetzt ja noch nicht. Oh mein Gott, es hat übel gelaggt. WTF, Digga. Okay, Leute, wir haben 92 geschafft. Digga, wir haben ja voll wenige Gems dafür bekommen. Okay, also wir gehen jetzt nochmal in den Shop auf jeden Fall. Kann man hier noch anders Gems bekommen? Ah, okay, man kann es da auch so Werbungen angucken. Oder was das teuerste? Wie bekommt man das? Hä? Was steht da? Oh mein Gott, Digga. Okay, Leute, dann müssen wir uns, glaube ich, echt Werbungen angucken. LOL! Alter, ist das so ein Skin oder ist das so ein Brawler? Lul, Digga, was ist das denn, Alter? Und Hagiwagi ist ja auch. Und Nijin. Lul, ist ja übel krass. Okay, Leute, da müssen wir uns jetzt, glaube ich, ganz viele Werbung einfach angucken. So, Freunde, Alter, wir haben jetzt 4-mal Werbung geguckt, haben dafür 310 Gems bekommen. Ja, wenn das in Brawl Stars auch so wäre, würden das, glaube ich, echt viele machen. So, ich will jetzt auf jeden Fall mal das hier öffnen. Was passiert, wenn wir das hier öffnen? Hä? LOL, oha, so eine Hundebirne. Was ist das denn, Digga? WTF, Mann. Oh mein Gott, Alter. Ich will auf jeden Fall Hagiwagi, Digga. Hey, ich kann ihn nicht anklicken. Ah, das sind Skins. Oh mein Gott, nein. Jetzt check ich das erst. Dann geben wir nochmal auf jeden Fall, das würde ich sagen, öffnen wir auch nochmal. Die sieht sau komisch aus, die Box. LOL. Einfach so ein Hater gezogen, Junge. Okay, und was haben wir jetzt hier nochmal? Oh, LOL, so eine Unterhose mit Schweineohren einfach. WTF. Ich glaube, da können wir richtig viele Brawler bekommen. Oh, hey, den haben wir doch schon. Hey, ich dachte, den haben wir schon. LOL, das ist einfach Search. Mit so einem T-Shirt und einem Bizeps-T-Shirt. Der gibt gar keinen Sinn, Digga. Und, wen haben wir als nächstes? Was? Was ist das denn? Digga, was ist das für ein Brawler, Mann? Ich konnte nicht erkennen, was das ist. Das war einfach so ein Tisch oder so.
Hä, den haben wir nochmal. Ey, warum gibst du mir dasselbe nochmal, Digga? Und boom. LOL, oh mein Gott, legendärer. Ist einfach so ein Typ mit einer Minecraft-Pickaxe und einem Hater, einer Hater-Maske. Aber wir haben jetzt schon mal einen neuen Brawler. Okay, Leute, wir werden gleich nochmal das weitermachen. Das sieht richtig geil aus. Ich will jetzt mal ohne Witz den Typen testen. Junge. Und jetzt machen wir den Bubble Run. Genau, hier geht es darum, ein Gem, nice. Über die Autos zu springen geht es hier darum. Da kann man auch Double Jumpen, habe ich auf jeden Fall gelernt. Und boom, da sind wir auf jeden Fall leider deswegen gestorben. Leute, da müssen wir natürlich aufpassen, Junge, wie das aussieht. Das ist ja so saulustig. Vor allem auch diese Autos haben eine krasse Grafik, ne? Ne, das ist natürlich nur so ein Meme-Spiel, Leute. Ne? Aber ey, ich finde, No Joke, das ist eigentlich übel geil. Das ist mit Abstand der beste Brawl Stars Fake, den ich bisher gespielt habe. Jetzt schon. Okay, Leute, also man sollte auf jeden Fall nicht Double Jumpen, habe ich jetzt gemerkt. Ja, wir sind im Shop und wir können uns jetzt dann nochmal 30, also diese Gems kaufen für Münzen, ja. Jetzt haben wir nochmal 96, sehr gut. Öffnen wir mal die Box, die haben wir noch nie geöffnet. Und, lol, ja, Mann, wir haben The Rock gezogen. Oh mein Gott, The Rock einfach. Einfach Dwayne The Rock Johnson, bester Mann, Junge. Oh mein Gott, ich feiere ihn wirklich als Schauspieler. So, warte mal, wir gehen jetzt mal auf The Rock, den will ich unbedingt... Oh mein Gott, das ist der letzte von den 72. Wir haben, glaube ich, den krassesten gezogen, Leute. So, 10 Brawler haben wir jetzt, Leute. Ich würde sagen, ich gönne jetzt noch mal ein paar Mal Werbung. Dann machen wir weiter mit den Brawlern. So, Freunde, ich habe mir jetzt auf jeden Fall 636 Gems wieder angesammelt. Es hat sau lange gedauert, no joke. Und jetzt werden wieder ein paar Boxen öffnen. Die haben wir bisher noch gar nicht geöffnet, die Boxen. Die sehen ganz, ganz gruselig aus. Lol, Mark Wolf? Wer ist das, Digga? Komm, öffnen wir die nochmal, Leute. Die war witzig, die Box. Und... Hä? Digga, das ist einfach so ein Vogelhaus mit so Gürteln oder so. Was ist das denn, Digga? Und? LOL, was? Das ist einfach der Boxer. Es gibt den Boxer auch in diesem Meme Brawl Stars. Lul. Öffnen wir nochmal so eine Box hiervon. LOL. Hillbilly Brad. Wer ist das? Sorry for what? Ich kenne den auch nicht, tatsächlich. So, wir müssen mal hier nochmal ein paar Boxen öffnen, Leute. Ey. LOL, was? Ey, es ergibt gar keinen Sinn, dieses Spiel, ne? Ich war ja das aber übel gerade, muss ich sagen. Komm, wir öffnen mal wieder so kreuz und quer die Boxen. Okay, Leute, ich glaube, mein Cutter muss an der Stelle mal den Brawler so ein bisschen zensieren. Ich glaube, das wollen wir nicht sehen, ja? Das wollen wir jetzt nicht so genau sehen. Der sah auf jeden Fall ganz, ganz komisch aus. Hä? Was ist das? Morgenstern? Ist das nicht so ein Musiker aus Russland oder so? Digga, kein Plan, ehrlich gesagt, Mann. Und was haben wir als nächstes? Lol, so eine Katze einfach random. So, warte mal, von denen müssen wir auch noch ein paar öffnen. Digga, ey, wir ziehen gerade so viele Brawler. Lol, ich finde diese Hater voll komisch irgendwie, Mann. LOL, was? Der ist übel krank, Mann. Ey, den feiere ich richtig. Ey, den feiere ich richtig. Das ist so ein... Ist das so ein Plüsch-Spike mit so einer Hater-Maske? Der sieht saugeil aus. Was haben wir als nächstes? Hä? LOL, aus dem kleinen Mini-Hater nochmal. So, warte mal, bei den Affen... Komm, nee, hier müssen wir nochmal welche öffnen. Die sind aber echt teuer, Mann. Die sind echt teuer. Hä, was ist das denn, Mann? Das ist einfach eine Flasche. Oh Mann, Digga. Jetzt habe ich 80 Gems für so eine Flasche ausgegeben. Hä? Ist ja mega low. Digga, was sind das für Brawler teilweise, Mann? Ey, ich bin mal gespannt, was am Ende mein Lieblingsbrawler sein wird. Digga, was? Das ist so ein epischer gewesen, oder was? So ein Affe mit so einem... Ja, keine Ahnung, was. Ich glaube, wir haben auch bisher nur einen legendären gezogen, Leute. Ich glaube, wir müssen mal echt mehr legendäre ziehen. Lol, so ein Affe am Laptop. Aber sind das immer Affen aus den Affenboxen? Wahrscheinlich schon, ne? Oh mein Gott, ist das lost. Von was wollen wir noch... Wir öffnen aber von der hier. Zack. Junge, Alter. Okay, was gibt's hier noch, Leute? Oh, was? Hier kann man sich noch so Hintergründe kaufen. Ist ja voll geil. Wir haben jetzt richtig, richtig viele Brawler, glaube ich, so langsam. Was ist das zum Beispiel hier nochmal gewesen? Oh, die können wir jetzt öffnen. Oh, lol. Einfach Squid Game, Digga. Übel krass. Und jetzt kommen wir haben noch, glaube ich, Geld, um uns so eine Affenbox nochmal zu kaufen. Zack. Und... LOL, der Typ, Digga, lol. Mega krass. Okay, und jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr genug Gems. Wie viele Brawler? Alter, wir haben jetzt schon 29 Stück, Leute.
Also ich werde auf jeden Fall natürlich, ne? Natürlich, Digga, Alter. Okay, also den einen, den muss wieder mal Cut hier zensieren, Leute. No joke, das wollt ihr nicht sehen. Aber Alter, wir sind richtig weit schon gekommen. Wir haben so richtig viele Brawler. Bin mal gespannt. Also wir, ja, gönnen uns noch einmal die Werbung auf entspannt und dann öffnen wir noch ein paar Boxen. So, Leute, wir haben uns jetzt mal wieder 300 Gems hier zusammengespart auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt nochmal ein paar Boxen, um nochmal möglichst viele Brawler zu bekommen. Wir haben auf jeden Fall als nächstes... Hä, die hatten wir schon, die Unterhose. Ey, gönn doch. Hä, den hatten wir auch schon. Mann, ich will die nicht doppelt bekommen. Okay, komm, dann müssen wir die 80er öffnen jetzt. Oh, lol, wer ist das denn, Digga? Hä, den kenne ich nicht mal. Perfekt, Digga. Komm, machen wir die... Oh, die 80er-Box, die tun schon weh, Alter. Nein, wir haben ihn doppelt. Aua, Digga, das tut weh. Vor allem, dann kriegt man ja auch die Gems nicht mehr zurück dafür, ne? Ist ja mal mega belastend. Komm, die öffnen wir jetzt als nächstes. Und... Digga, einfach so ein Typ. Junge, komm, nochmal die Box aufentspannt. Und... LOL, Alter, WTF, Leute. Ultra krass. Ey, wir haben jetzt einfach schon 32 von diesen Fake-Brawlern am Start. Ja, Leute, auf jeden Fall, ja, wenn ihr wollt, dass ich nochmal wirklich alle 72 Brawler ziehe, ne? Also, das, dann müsst ihr auf jeden Fall den Like-Button schallern. Bei 10.000 Likes, okay, wenn ihr die wirklich vollhaut, dann mach ich nochmal vielleicht einen Teil 2, wo ich dann nochmal alle 72 wirklich ziehe. Das dauert halt ultra lange, Leute, weil diese Werbung muss man sich jedes Mal angucken, viermal. Und genau, schreibt das auf jeden Fall rein. Wir stürzen jetzt mal ab, Leute, mit The Rock. Genau, Leute, auf jeden Fall mega witzig. Lasst ein Like da, wir sehen uns. Ciao, ciao.